Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So sagt es der 23. Psalm. Gott begleitet uns im Leben und er hat für uns ein ewiges Zuhause. Das ist ein Trost, den wir immer wieder hören, wenn wir Menschen zu Grabe tragen müssen. Wir wollen heute an die Menschen denken und für die Menschen eine Kerze anzünden, die in letzter Zeit in unserer Gemeinde verstorben sind. Unter Gebet und Segen haben wir in den vergangenen Wochen Abschied nehmen müssen von Kersten. Von Dieter. Von Heinrich Otto. Von Hans-Jürgen. Von Gertrud. Und von Irma. Wir beten für unsere Verstorbenen. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Darum bitten wir dich, Gott, nimm unsere Ängste, unsere Fragen, unsere Trauer auf. Schenke uns die Kraft, die nötig ist, diesem Leben und Tod mit Würde zu begegnen. Schenke uns die Liebe, die fähig ist, zu erinnern. Gib uns Geduld, an unserer Trauer zu tragen und zu arbeiten und die Möglichkeit loszulassen, was wir nicht halten können. Zum Ton der Glocken beten wir ruhig gemeinsam, wenn Sie mitsprechen möchten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.